war schon ziemlich interessant, in so einem großen Gebäude und in so modernen, ausgestatteten Büros zu arbeiten. Ich fand es einfach richtig schön, neue Leute kennenzulernen. Wir konnten immer so gucken, die machen das so und so. Wir konnten uns neue Tipps holen, wir konnten uns Anregungen holen, so was man besser machen kann. Und einfach auch durch Berlin zu laufen, vielleicht mit ganz neuen Freunden da wieder wegzukehren, als wie man da hingekommen ist. Also ich fand am interessantesten, dass wir neue Teams gebildet haben. Ja, und ich fand es interessant, sich von den Juroren Feedback zu holen, weil das sind ja alles Leute, die kennen sich in der Branche aus, die haben Erfahrungen gesammelt, die man selber noch nicht hat. Und es ist interessant, sich von denen anzuhören, was die über die eigenen Ideen denken. Das war ziemlich spannend, die Präsentation zu halten, weil das ist einfach ziemlich aufregend vor so vielen Leuten. Und ja. Ich fand, das Spannendste war eigentlich, immer so zu gucken, ob man diesen Druck standhält, diesen Zeitdruck, und zu gucken, was haben die anderen, bin ich so gut wie die anderen oder bin ich viel zu schlecht oder... Ja. Also für mich persönlich war das Spannendste die ganze Atmosphäre. Also man ist ja ein paar Tage am Stück im Finale in Berlin und das war einfach halt durchgehend so ein bisschen so Wettkampfstimmung und halt auch so Spannung. Wie ist das nächste Etappenziel? Wie funktioniert das, was wir uns gerade ausgedacht haben und sowas? Und das ist immer spaßig und spannend gewesen. Nein. Also ich auch nicht wirklich. Finanzen waren so langweilig und für die Älteren, das können die Alten machen. Nein, hatten wir nicht, da wir auch in der Schule zuvor keine Wirtschaft hatten. Doch, ja. Also stimmt Marc vollkommen zu, das ist auch meine Antwort. Ja, wir haben uns immer schon mal ab und zu in unserer Freizeit mit Finanzen beschäftigt. Wir hatten selber das Problem mit unserem Führerschein und dem Moped, wie man das finanzieren soll. Da kam der Bundeswettbewerb Finanzen genau richtig, um Informationen und Erfahrungen sammeln zu können. So, dass wir auch einen Plan machen konnten, wie wir das alles mit dem Moped hinbekommen haben und so alles. Ja, also nach dem Wettbewerb habe ich mich erst recht für Wirtschaft interessiert, weil man hat einfach gemerkt, dass man das wirklich für das moderne Leben braucht. Und deswegen, ja. Also ich habe mich danach auf jeden Fall ein bisschen mehr dafür interessiert, weil davor war das halt immer so eine verworrene Sache, die halt niemand verstanden hat. Und wenn man halt einfach mal da durchgestiegen ist und sich in Anführungsstrichen in diese Welt reinbegeben hat, dann war es auch einfach weiterzumachen. Ja, danach habe ich mich mit Wirtschaft beschäftigt. Ja, und durch das Fach Wirtschaft. Und ich habe auch im Alltag, es sind mir mehrere Sachen aufgefallen, wo ich mit Wirtschaft in Berührung gekommen bin. Und der Bundeswettbewerb hat uns auch manchmal im Wirtschaftsunterricht weitergeholfen. Ich fand die Pausen immer ganz toll. Also wir durften in den Pausen zum Beispiel mit den Kleinen spielen. Und dann haben wir zum Beispiel Volleyball gespielt. Aber aus dem Volleyballspielen wurde dann ein Verstecken in der Hecke. Und wir hatten immer richtig viel Spaß. Eine witzige Sache in Berlin war einfach immer in dem Zimmer da sein mit den anderen Leuten und halt einfach mit einem Haufen Leuten, die man nicht unbedingt kennt, halt zwei Nächte da zu übernachten und einfach immer Spaß zu haben und witzige Sachen zu erleben. Also jetzt was Kleines rauszunehmen macht fast keinen Sinn, weil das einfach das in der großen Masse so Spaß gemacht hat. Das Wichtigste ist natürlich Teamwork. Nur mit einem ordentlichen Team, wenn man ordentlich zusammenarbeitet, kann man was erreichen. Durch eine gewisse Allgemeinbildung konnte man bereits vorhandenes Wissen auch anwenden. Ja, und mir hat mein Ehrgeiz sehr weitergeholfen. Und man musste natürlich auch sehr kreativ sein, das war echt cool. Also man durfte ziemlich kreative Sachen nehmen. Zum Beispiel eine Uhr, die Mützen stricken kann. Also da durfte man sich echt frei entfalten sozusagen.